Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Mein Name ist Tahu Hyuga und es geht hier weiter mit Let's Play Malice. Hua! Wir haben schon den ersten Hotpot. Die Gegner. Oh, irgendwie gesagt, keine Herausforderung mehr. Deswegen können wir jetzt hier ganz entspannt lang gehen und tun, was wir für richtig halten. Und was wir für richtig halten, beziehungsweise was ich für richtig halte, ist hier lang springen. Was sich als falsch herausgestellt hat. Aber wir haben ja das hier. Womit das wieder weniger problematisch sein dürfte. Leider hält der Zauber nur kurze Zeit an, aber wir haben den zweiten Hotpot. Hurra! Eigentlich kommen wir wunderbar gerade durch das Spiel. Immerhin sind wir jetzt wo? Im vorletzten Level. In Part 14 müsste das hier sein. Wenn ich jetzt die Bonus-Level nicht mit einberechnen müsste, würde ich echt sagen, wir brauchen echt keine 20 Parts hierfür. Aber wir haben ja die Bonus-Level. Die eigentlich auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich ein Part pro Bonus-Ding. Sind aber auch nicht wichtig, so gesagt. Ah. Nur weil du eine Knarre hast, musst du nicht den ganzen Tag damit rumfuchteln. Was war das denn? Toll. Eieieiei. Jetzt möchte ich mal demonstrieren den neuen Zauber, den wir bekommen haben. Der nicht funktioniert hat. Toll. Volle Wurscht. Auf mich abzuschießen. Und eine blaue Schlüsselkarte? Wofür immer wir die brauchen. Falscher Zauber, nein! Ich wollte mich heilen. Ja. So in etwa hatte das aussehen sollen. Toll. Hurra. Und hier links. Da. Und dort links. Und hier runter. Und das auf das nicht runterfallen. Hier. So. Und hier brauchten wir, wie es aussieht, die Schlüsselkarte für die erste. Ah. Du hast die heilige Brücke aktiviert. So heilig sah die gar nicht aus. Das ist mir egal. Okay. Ich verliere gerade sowieso so ein bisschen die Übersicht. Man kann in einem Spiel wie diesem die Übersicht verlieren. Interessant, interessant. Das war nur der Rückweg. Wie bekloppt ist das denn? Ah, da unten haben wir, glaube ich, angefangen mit dem Level, ne? Sehe ich das so richtig? Ja, ich sehe das so richtig. Hä? Da sind die Brücken. Da müssen wir erst die zweite aktivieren. Kann mir mal einer sagen, wie wir das denn machen? Hallo.
Da brauchen wir wohl eine zweite Schaltfläche für, wa? Frage ist, wo ist denn diese zweite Schaltfläche? Die war doch in der Nähe. Habe ich was übersehen? Ja, habe ich, in der Tat. Wow, wir wurden nicht getroffen. Das ist mal was Schönes. Hier oben geht's, wie es aussieht, weiter. Ja. Sieht so aus, ja. Schön. Nein, nein, nein. Bam, 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 bam. Oh. Die heilige Brücke ist aktiviert. Leben. Leben. Aber. Ich fühlte mich gerade unsicher. Daher der Schwebemagie-Zauber. Die treffen uns nicht. Wo führt das hier hin? Nirgendwo hin, wie es aussieht. Nicht den Gelb! Der bringt doch viel mehr. Aber wir haben schon alles. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Wir können einfach durchrennen. Etwa so. Und alles, was uns jetzt hier in den Weg kommt, wird umgehauen. Das war's schon. Das war das vorletzte Level. You've met this cowardly fellow before, but he seems to have gained some extra powers. Hey, Skull Boy. You seen a kind of juju freak anywhere around here? My fort's got an appointment in his neck. Ah, don't say you don't recognize me, girlfriend. Juju man? Like, duh. You got a new look. Don't want to disappoint you, but that electric chair thing is so last season. Laugh it up, Carrot Top. You're gonna be tittering out the other side of your mangled little butt after you've gone a couple of rounds with the all-improved Juju-Mann! All-improved? Looks like you died of rat poisoning. Hey, don't bug me, Mama. I'm still working on the look. And this includes not hiding behind wimpy henchmen? Not really. I just kinda killed all those guys. You killed your own henchmen? Dude, what is wrong with you? It's a bad guy thing. You wouldn't understand. Come on, let's mix it up. I'm feeling evil and kinda frisky. Tja. So, anyone here? Meet my right-hand man at last. Traveler, Fry-Rely. Das ist der Juju-Mann. Alles, was er gelernt hat, ist, auf einem Stuhl zu sitzen. Aua! Wir müssen ihn eigentlich nur hauen. Stalking! Ja, genau. Aua! Wie viel zieht er uns denn ab? Ich weiß noch, dass man ihn irgendwie besiegen musste. Stellt euch mal vor. So war das. Ach, nur so dumm. Wir haben ihn nicht erwischt. Das ist ja eine Schande.
Was ist denn daran so schwer? Geht doch. Bleib stehen, ich will dich verhauen. Ah, bisschen Schaden hat er schon mal. Juju-Mann. Die Lacher haben die Bösen hier echt drauf. So viel zu seinem Stuhl. Komm her. Ich glaube, der beschwört doch zwischendurch einfach mal wieder so Zombies raus. Rauf. Komm her, du Scheißer. Dafür, dass das die rechte Hand von dem Hundegott sein soll, ist er gar nicht mal so stark. Nur sind seine Zombies irgendwie größer. Das macht sie aber auch nicht mächtiger. What the? Ah, wie viele sind denn das? Wo ist er hin? Lass mich mit deinen komischen Dingern in Ruhe. Erwischt. Die zerfallen doch sowieso so von selber. Aber die verlieren ja auch wieder mehr Herzen, als sie mir abziehen. Erwischt, er ist fast tot. Nur noch ein bisschen. Ich sagte ein bisschen und nicht gar nicht. Komm her. Der war schon nervig, aber nicht mächtig. Wirklich mächtig ist erst der nächste Endboss. Aber der ist auch wieder nicht so gefährlich. Aber ich mag den lieber. Soll das logisch sein? Ja, dann haben wir schon das Level abgeschlossen. Und haben jetzt nur noch ein Level vor uns. Im 14. Part. Was? Was hat sie da gesagt? Ich habe nicht ganz verstanden. '85. Passt schon. Achso, ich nehme mal an, wenn wir den letzten Logikschlüssel zurückbringen, ist der letzte Bonus da. Well, I've detected the final key. But before you seek it out, I have a task for you. An ancient and mighty suit of mecha armor lies broken beneath the ground. Find the pieces, and it will make you unstoppable. Hey! There's mighty mecha armor, and you tell me about it now? Do you know how many bullets I've taken? I'm in a t-shirt here. Naja, ihr werdet schon sehen, warum er uns nicht von diesem Kampfanzug berichtet hat. Denn damit hätten wir wohl kaum die Level machen können. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Tahu Yuga, dann gehen wir beim nächsten Level diesen Kampfanzug holen. Ciao.